Ja, jetzt soll es also um Timmendorfer Strand gehen. Der einzige Ort in Deutschland, der den Namenszusatz Strand tatsächlich tragen darf. Das Licht, das Wasser, die Temperaturen, ich finde das sensationell. Ja, jeder, der es noch nicht gesehen hat, sollte sich schnellstmöglich mal im Sommer hierher bewegen. Moin, ich bin Peter. Wir sind hier auf den Nordwestern heute unterwegs. Kleinen Fisch, oder? Wunderschön. Ein Störtebäcker hatte hier mal ein Versteck. Napoleon wollte Kriegshafen errichten und Hitler sogar einen geheimen U-Boot-Hafen. Der Vogelpark Niendorf ist der natürlichste Vogelpark Deutschlands. Wir haben die größte Sammlung lebendiger Euren weltweit. Chillen am Strand, Frauen, tanzen, coole DJs dabei. Lecker. Ich finde, Timmendorf ist elegant, aber auch irgendwie gleichzeitig ganz cool. Für was ist das jetzt? Bild.de? Wenn es mal nicht so voll ist, auch durchaus im Winter oder im Herbst, hat das hier was einen sehr beruhigt. Es kann einen sehr beruhigen, es kann einen sehr erden und das mag ich sehr gerne. Im Sommer am Strand mit dem Sonnenuntergang über Timmendorf. Was Schöneres gibt's gar nicht. So? Wir haben ungefähr 8 Kilometer Strand, aber Timmendorf wird auch gerne das Bad im Grünen genannt, weil es einfach so viel Grün hier gibt. So, wir sind jetzt hier vor den Toren der deutschen Smart Beachvolleyball Meisterschaft. Beachvolleyball? Das ist auch nichts für mich. Das ist auch nichts. Über 100 Tonnen Stahl sind verbaut worden. Wir haben 10 Tage lang gebraucht, um hier aufzubauen. Der Strand wurde nochmal schön zusammengeschoben. Ja, einfach gute Stimmung, tolle Bilder, fröhliche Menschen, tolle Beachparty, dass wir dieses fantastische Stadion einfach geil nutzen. Yeah! Es war ja lange Zeit mein Traum, professioneller Beachballer zu werden. Den Oberkörper dafür habe ich. Aber untenrum ist schwer. Genau. Wer dem Trubel in Timmendorfer Strand am Strand entfliehen will, braucht bloß ein bisschen nach Süden gehen. Und um die Ahlbeck herum gibt es ein wunderschönes Naturschauspiel, einen Zauberwald, ein Naturschutzgebiet mit abgestorbenen Bäumen, mit Sumpf. Ja, ich finde es super. Hier kann man total abrocken. Dürfen überall rein mit diesen VIP-Dingern hier. Ganz hautnah an die Stars ran. Ja, hallo liebe Timmendorfer, hier ist Philipp Tittberner. Lieben Gruß an Ostholstein. Zu spielen direkt am Strand, in so einer Arena, ist schon, in so einem Sommerabend schon, ist schon was Besonderes. Ist ein bisschen anders, als irgendwie im Wald zu stehen oder in der Halle. Timmendorf, I love Timmendorf. Und ich komme auch gerne wieder zurück. So kann man es machen. So, da kann man mal einen so dicken Haken hinter setzen. Ja, das machen wir mal wieder. Das würde ich wirklich mal wieder gerne. Ja, ich auch. Vielleicht auch in Timmendorf. So. Gerne. Ja?